Wie man auch immer diesen scheiß Drecksknopf vergisst zu drücken. Ey, ganz ehrlich. Wie man jedes Mal vergisst, diesen abgefuckten Stück Scheiße vom Knopf zu drücken. Mann. Ich darf wieder das alles nochmal machen. Moin Leute, zu einer neuen Aufnahme von Dungeon Siege. Die zweite. Weil ich Vollidiot diesmal vergessen habe, auf den fucking Knopf zu drücken. Wir stehen hier kurz vorm Endgegner. Und deswegen können wir ja nicht weitermachen, weil wir werden ja drauf gehen. Ich habe es ja probiert. Das überleben wir nicht. Null Chance. Also müssen wir jetzt natürlich total angepisst und total genervt. Was ich gerade ein bisschen bin. Ja, ohne Scheiß, ich bin wirklich gerade ein bisschen genervt. Gar nicht mal so sehr. Weil. Eigentlich ist heute ein ganz guter Tag so. Ist auch nicht mal so schlecht, aber. Man ist trotzdem ein bisschen genervt. Wegen so ein paar Kleinigkeiten. Und am meisten nervt das natürlich, wenn man dann selber so blöd ist, sondern nicht so, oh, man hat einen Fehler auf, dann kann man in den View, kann man mit großer, mächtiger Wut einfach alles auf diesen Scheißfehler schieben. Nein. Erstmal das da rein, damit man Platz kriegt. Wir müssen so viel wie es geht mitnehmen. Wir brauchen das Geld. Ne? Nein. Man ist so idiotisch und so dämlich im Kopf. Und vergisst natürlich, die fucking Aufnahmetaste zu drücken. Gehört ihr dazu? Natürlich vergisst man, die Aufnahmetaste zu drücken. Ne? Ist ja klar. Und es fällt am ersten auch nach einer halben Stunde auf. Ich meine, Gott sei Dank ist mir wenigstens nach einer fucking halben Stunde aufgefallen. Ist trotzdem zwar nervig, aber immerhin ist es mir wenigstens aufgefallen. So, übrigens. Ich kann ein, zwei Sachen vorab wegnehmen, theoretisch. Aber ich probiere, ich zeige euch das später mal. Da gibt es ein paar gute Sachen, die passiert sind. Durch Zufall. So. Ich sag euch eins, das nervt wirklich. Man kriegt irgendwie so. Kennt ihr ja selber wahrscheinlich, ne? Wie man denn doch so leicht angefrustet behängt. Werdet bestimmt. So. Kennt ihr selber wahrscheinlich zu Genüge. Ich gebe jetzt erstmal die Sprüche weiter, dann die Sprüche erstmal da alle reingeschmissen werden. In sein Büchlein. Ne, wir müssen ja Platz schaffen. Was brauchen wir nochmal so ein Büchlein? Damit wir schön Platz schaffen können. Jedes Stück zählt. Jedes einzelne Quadrätchen zählt. Denn jedes Quadrat ist Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen ja schließlich jetzt plötzlich nochmal stärker komprimieren, weil die ja tot sind und wir keine fucking Schriftrollen haben zum Heilen. Was hier leider auch vorkommt. Nerv. Nerv. Fucking Nerv. Nerv, Nerv. So. Jetzt werfen wir erstmal die ganzen kleinen Mannentränke raus, die definitiv nicht benötigt werden. Auch diese Sache. Wir kosten alle wertvollen Platz und wir brauchen den wertvollen Platz. Weil es unser Platz mangelt. Nicht wundern, ich bin gerade nur ein bisschen angenervt. Aber das wäre, glaube ich, jeder von euch, wenn dem das auch die ganze Zeit passiert. Und der. Gehe ich mal von aus. Das wird euch auch ganz schön anstinken, ne? Nimmt dann schön auf, vergisst der und dann fällt einem noch kurze Zeit auf. Fuck, ich hab vergessen, die Taste zu drücken. Dann hängt man total angepisst so. Nein! Man selber hängt dann nur angefressen. Nein! Und wie alles andere so. Doch! Das ist echt erstaunlich, man kriegt selber prompt schlechte Laune oder sowas. Das klappt erstaunlich gut. So. Erstmal irgendwie versuchen, den Platz frei zu kriegen. Weil, wie gesagt, wir brauchen jeden einzelnen Scheißfleck hier.
Ja. So, einmal wieder nach hier laufen, bitte. Und jetzt schmeißen wir nochmal den nächsten Müll raus. Guck mal, was für ein kleiner Scheiß. Was bringt dieser Kleinkram denn noch? Der Kleinkram bringt doch nicht mal mehr richtig Geld. Was nützt uns das? Das ist blöd, das ist Platzverschwendung. Also es ist kein Schmerzen mit, wenn wir genug Platz haben. So, dann stört mich das gar nicht, so ein Kleinkram. Aber er bringt uns nicht genug Geld. Und das Problem ist, das kann ich jetzt schon mal, glaube ich, ohne Probleme vorspoilern. Wenn wir den Endgegner besiegt haben, kommt danach nicht so schnell der nächste Händler. Das heißt, wir hätten auch da extrem genervt den Kram zusammenpacken müssen immer. Weil, wie gesagt, so schnell kommt danach der nächste Händler nicht. Das ist das Problem. Das ist leider das kleine oder das Problem dabei. Oh, guck mal, noch ein Spruch. Oh, noch ein Spruch. Guck mal, sie hat noch frei. Sie hat noch Platz frei für nächste Sprüche. Na, sehe ich ihn da? Das geht ja nun gar nicht. Ich hab doch gesagt, den kleinen Scheiß raus. Was soll denn das? Ach. So. Sie hat keinen Platz mehr, im Endeffekt. Ich hab da quasi auch keinen Platz mehr. Das muss aber alles mitgenommen werden. Wer hat denn unnötig viel Stauraum noch? Guck mal. So. So, kann raus, ist nicht so viel wert. Gut, dann bitte noch mehr Getränke raus. Wir brauchen jeden Platz. Das ist so. Ob wir das nun wollen oder nicht. Und ich weiß, das ist für Arsch. Wir brauchen diesen verdammten Platz. Wie gesagt, die Tränke können wir liegen lassen. Sollte echt der Fall eintreten, die despawnen, was übrigens nicht möglich ist. Dann kann man sagen, scheiß doch drauf, die Getränke sind nicht viel wert. Also, scheiß auf die Getränke, die sind nicht so viel wert. Das hier sind so Sachen, die sind viel mehr wert und daher auch viel wichtiger. So. Tada! Und schon haben wir, glaube ich, alle wertvollen Sachen mitgenommen. Ne? Sehe ich das richtig? Es dürften hier nur noch so Tränke ohne Ende Geschränke stehen. Vielleicht kann es auch sein, dass wir wieder kommen und die Tränke noch da liegen. Und jetzt lass uns erstmal los, weil wie gesagt, jetzt haben wir den Scheiß erstmal eingeräumt. Jetzt rennen wir erstmal zurück. Zur guten und liebenswertigen Omi. Ich meine, hey, die Omi ist zwar allein, aber muss echt sagen, ja, sie ist liebenswertig. Sie mag man einfach. Ist eigentlich selten, dass es sowas gibt, ne? So Charakter, wo du daneben stehst und denkst so, die ist in Ordnung. Und dann magst die Person einfach. Von Stimmlage, von allem her. Ich meine, gut, sie lebt am Arsch der Welt, ne? Die ältere Dame, du, das ist natürlich klar. Ich meine, logisch, ne? Wenn die am Arsch der Welt wohnt, da kannst du nichts verlangen. Ne? Dass die normal bleibt. Ist klar, irgendwann klatscht da jeder mal durch. Darauf mal ein bisschen trinken. Weiter. Ich hasse übrigens diese Mini-Plattform. Habe ich ja schon mal betont. Dass ich diese Mini-Plattformen hasse, weil diese Mini-Plattformen immer so scheiße zu platzieren sind, weil man alle da nicht raufgequetscht kriegt. Gut. Aber guckt euch mal wieder an, Stellen. Ne? Du tippst drauf. Nein, die Stellen sind ja automatisch mal drauf. Nein, wozu? Du musst sie manuell darauf losen und dann machen sie das nicht mal richtig. Boah. Mann! Ernsthaft, das ist schrecklich sowas. Die mobben mich wirklich. Und das Spiel auch. Das Spiel mobbt mich auch, aber wirklich.
Ich möchte betonen, es gibt einen lustigen... Es gibt in dem Spiel ja diesen Bug, dass wenn man zu lange nicht abgespeichert und zu weit gelaufen ist. Ne? Ja, kann mal jemand? Genau, hier, ja, mach mal irgendjemand. Das ist unangenehm. Danke, da wird die Luft gleich besser. Wir müssen hier nicht noch Gefahr laufen, dass irgendjemand das aussehen zu sehr einatmet und dann erstmal einen Schock kriegt, ne? Ihr wisst ja. Man muss ein bisschen auf achten. Weil so ein, zwei Teammitglieder, die husten ja so ein bisschen, ne? Ist ja klar. Ist dramatisch. Merkt ihr das? Ich betone es schon, ne? Ein paar Gegner, ein paar meiner Kollegen husten. Ist dramatisch. Dramatisch. Ne? Ja, aufregend. Keiner mehr hier so ungefähr, ne? Alles ausgerottet, aber alles funktioniert noch. Das ist gute Technik. Wartungsfrei. Ne? Ihr müsst auch mal da, also wenn ihr das machen würdet, dann müsstet ihr schwer arbeiten, Jungs. Schwer arbeiten. Schwer arbeiten. Dramatisch. Denn es ist schwer arbeiten. Schwer arbeiten ist immer dramatisch. Das kennt man. Es war klar, dass es passiert. Ich bin ja auch der Einzige, der so cool ist, dass er mit dem Abgrund stehen kann und es interessiert keinen. Ja, das können Leute wie ich. Die können das. Über Abgrund quasi magisch schweben. Esel. Esel macht mich manchmal sauer. Es macht Esel andauernd. Also, es ist nicht mal meine Schuld. Aber Esel macht es wirklich. Ich sag, ich hab nicht irgendwas gegen, aber Esel ist. In manchen Momenten ist Esel echt eine Last. Na, guck mal in seine zarten Äuglein. Na, kennt ihr ja. Man guckt in seine zarten Äuglein und dann. Man ist eigentlich sauer, man verzeiht ihn dann dennoch. Was soll ich sagen, man kann nie lange sauer auf Teammitglieder sein. Ich krieg das nicht auf Dauer hin. Das ist echt eine der Sachen, die ich komischerweise nicht kann. Ich weiß, dass es Leute... Ich weiß auch nicht, wie das Leute hinkriegen, auf jemanden permanent sauer zu sein, wenn irgendwas Falsches so... Auf ewig, nein. Der ist durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man mir gegen die Karre fährt, und das machen... Das haben schon durchaus einige gemacht. Recht hart sogar. Auch finanziell. Ich schaffe es nie lange, den Leuten sauer zu sein. Zwar entferne ich mich dann so ungefähr in der Form, dass ich dann mit denen zwar auch nicht unbedingt mehr was zu tun haben will, aber wirklich sauer schaffe ich es komischerweise nicht, dauerhaft zu sein. Ich weiß nicht warum, ich kriege es nicht hin, jemanden zu haben. Also dauerhaft und wirklich dauerhaft zu hassen und das auch wirklich richtig, kriege ich nicht richtig hin. Weiß nicht warum. Es sei denn natürlich, derjenige, den ich nicht leiden kann, liefert permanent einen Grund, warum man ihn nicht leiden kann. Weil er mich dann vielleicht permanent weiter wie ein Vollidiot oder sonst was behandelt oder mich wie ein Arsch behandelt, oder, obwohl ich nichts gemacht habe und also ich scherze. Eigentlich ziemlich viele Gesundheitszeichen. Brauche ich nicht viele kaufen. Und weiter. Ich möchte betonen, ne? Nur mal als Tipp. Merkt ihr übrigens, wie schnell wir jetzt durch die Karte gelaufen sind? Das ist übrigens das Krasse, wenn man bedenkt, wie viele Gegner. Die Gegner halten einen so dermaßen auf. Bitte auch alle auf die Plattform. Genau, Esel. Dreh das Rad. Esel kann's. Esel kann das alles. Esel dreht immer. Am Rad. Ja, cool, ne? Das ist Topwitz. Aber da seht ihr mal, wie lange das dauert, bis man an eine Stelle kommt, nur weil die Gegner einen so aufhalten. Und das ist allgemein mir schon mal aufgefallen. Also, die Gegner halten eigentlich extrem auf. An sich, wenn man ganz ehrlich ist, mein Fuß. Oh, heftig, wenn man da mal das Bein bewegt. Oh. Ja, wenn man lange sitzt, schneidet, ist es unangenehm. Ach. Schrecklich.
Und jetzt mal zur Kartengröße. Mom, ich weiß. Oh, müsst ihr durchs Brackwasser laufen? Das stinkt wieder so. An sich gesehen, das ist ja der Witz dabei, ne? Die Karten sind gar nicht mal so riesig, wenn man ganz ehrlich ist. Die Karten sind bei weitem nicht so riesig, aber dadurch, dass die Massen Gegner sind und man so dermaßen aufgehalten wird, allein für die Gegner, man wird unglaublich aufgehalten. Unglaublich aufgehalten. Also wirklich hardcore aufgehalten. Ihr sollt auch wenn denn fucking nochmal dahin laufen, wo ich drücke. Verfickt nochmal. Ich riech mich auf. Ganz ehrlich. Na, gute Dame. Oh, seht die Gecken auf meiner Veranda. Sind sie nicht fein in ihrer epischen Tracht? Schon schön. Die Nase in die Luft, kein Blick für uns. Doch Lerma weiß, wie sie ihre Aufmerksamkeit gewinnt. Heilende Salben hier zum Verkauf. Frisch vom Kessel ist mein Trank. Gebt mir Gold und habe Dank. Denn das wird richtig klar gemacht. Ja, ich kann auch einen drauflegen. Das kann ich auch. Entschuldige. Aber ich kann auch einen drauflegen. Ich hab's drauf. Also gut, dann fangen wir doch erstmal an. Erstmal diese ganzen Minigun-Waffen. 30.000. Mal eben raushauen. Denn die Minigun-Waffen bringen Geld. Und das ist viel Geld. Schön, ne? 20.000. Deswegen. Hier. Das bringt Spaß. Und vor allem, es läuft. Es gibt wieder Felder frei. Das ist ein bisschen immer das Schade. Sie bringen eine Menge Geld, leider kosten sie viele Felder. Was den Wert pro Feld leider wieder ganz schön in den Keller drückt. Hm? Erstmal Gewänder. Gewänder können alle verkauft werden. Brauchen wir alle nicht. Deswegen Gewänder schön dick erstmal verkaufen. Bögen, muss man mal gucken. Da war ich der Meinung, muss ich erstmal gucken, dass ich die stärksten Bögen rausfilter. Ne? Die allerstärksten. Dann passt das. Aber jetzt können erstmal die ganzen Gewänder raus. Schon mal als erstes. Bringt auch wieder Platz. Die können auf jeden Fall ersetzt werden. Erstmal durch die guten Teile hier. Kann raus. Die Stäbe können auch raus. Auch wenn die viel bringen. Theoretisch gesehen. Muss man dazu sagen, erstens, er hier hat schon einen sehr nützlichen Stab. Weil es geht nur auf die blauen Effekte, weil ne, die schlagen damit ja nicht zu. Kann raus. Der bringt aber Geld. Der bringt aber auch Geld. Sache, richtig fett Geld, ey. Bringt richtig was. Guckt euch mal noch, wie viel Platz hier schon schlagartig entsteht. Was ist das schön? Die blauen Effekte sind die Sätze entscheidend. Und da haben sie ja beide einen ziemlich guten Stab, wenn man ehrlich ist. Dann geht es hier um die Rüstungsteile. Plus für Geschicklichkeit, das wird hier oben gebraucht. So. So. Kann ja erstmal schon mal das hier tragen. Dann erstmal hier nach oben. Erstmal immer ein bisschen aufräumen. Ne? Das muss ja alles schön aufgeräumt sein. Das ist ganz wichtig. Denn die Bögen. Wo man sagen kann, alle Bögen haben ja eigentlich eine gewisse Standardstärke, glaube ich. Ne, sie haben ja. Die beiden haben erstmal die Megabögen. Ach, stimmt, den habe ich ja auch noch. Weil den Bonus, der ist wichtig. Den Bonus kann ich nämlich nutzen. Das finde ich nämlich großartig. Und. Oh, Stab kann raus. So, erstmal gucken mit Bögen. Wir brauchen hier schon starken Bogen. Also Waffen erstmal gucken. Das ist ein schön starker Bogen. Was? Hey. Wollt ihr mich verarschen? Was? Wieso hatte ich den vorhin nicht? Wollt ihr mich verkackern? Jetzt ohne Witz. Jetzt ohne Scheiß, wollt ihr mich verkackern? Vorhin habt ihr mir das nicht angegeben. Für'n Arsch, ey. Ist mir ehrlich. Vorhin hat man mir die Bögen hier nicht gezeigt. Diese Megabögen zum Beispiel. Nicht nur der ist verdammt gut, sondern die anderen sind gut. Hier, die, genau, gerade die hier habe ich gesucht. Gerade die.
Gerade die wollte ich haben. Ganz ehrlich, leck mich am Arsch. Das ist cool. Leck mich doch am Arsch, ey. Ha! Geil. Okay, ganz ehrlich. Das finde ich jetzt geil. Sache, siehst du? So gelaufen bringt's. Jetzt gehe ich jetzt nämlich mit Fett gestärkt, denn dann geht's hier richtig ab, ey. Dann kriegen die richtig Fett aufs Fressbrett. Ohne Scheiß. Die kriegen so Fett aufs Fressbrett eingezimmert. Der Endgegner wird bluten, ey. Das sage ich euch. Den werde ich in Fetzen hauen. Den hau ich in Fetzen, Alter. Der kommt nicht, der steht nicht mehr auf, wenn ich mit dem Arsch fertig bin. Ich sag's euch, der steht nicht mehr auf. So. Das Problem ist, die sind alle auf dem ähnlichen Level. Das Problem ist, ich weiß leider nicht mehr genau, welches Level hatte der Zwerg. Das ist das Problem. Ich weiß nicht mehr exakt, welches Level der Zwerg hatte. Und das Dumme ist, ich weiß überhaupt die Werte nicht, wie hoch sie waren. Ich weiß, dass der Zwerg zwar Werte hatte, die nur knapp unterhalb von den anderen liegen. Wirklich nur sehr knapp. Aber ich weiß nicht, wie weit. Das ist das Blöde. Na ja, gut, den wird er auf jeden Fall tragen können. Also die sind auf jeden Fall alle schon mal deutlich schwächer. Dadurch sind die quasi untragbar. Gesundheitspunkte, Mana-Punkte und noch eine Rüstung. Was bringt hier meiner? Oh. Hier bringt er deutlich weniger. Kann ich den anderen, kann ich den tragen? Das will ich jetzt wissen. Nur mal so aus Interesse. Einfach nur, weil ich es kann. Oh cool, die Werte sind sogar gleich. Jetzt will ich wissen, kann ich die blauen Effekte mir? Oh cool, ich kann den blauen Effekt mir zunutze machen. Ha! Cool. Krieg ich noch ein bisschen mehr. Schick. Das finde ich in Ordnung. Krieg ich noch ein bisschen mehr Boni. Stärke 13, Stärke 17? Nein, er kann nichts damit anfangen. Schade. Sonst hätte ich ihm vielleicht noch die blauen Werte vom Bogen geben können. Ja, dann würde ich sagen, der kann auch den tragen. Also den kann er auf jeden Fall tragen. Das ist zumindest mal 100% sicher, dass er den auf jeden Fall tragen kann. Bei den anderen Teilen bin ich mir leider überhaupt nicht sicher, ob er die tragen kann. Das ist das Blöde. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. So, da kann schon mal verkauft werden. Die Wände werden, wie gesagt, alle verkauft werden. Und diese Waffen ja sowieso. Das mal Hardcore verkauft. Es ist eigentlich teilweise schon. Ich finde es teilweise einfach nur krass, wie viel Schaden diese Stäbe einfach nur machen. Ey, wisst ihr, wie ich meine so. Die machen echt also so krass Schaden, wo man sich echt schon wundert. Das ist ja die Ausrüstung für Dings. Für Uppi. Ne, die Keule der Feuchtigkeit. Ey, ich nenne sie jetzt so. Ich habe es damals falsch ausgesprochen. Ist mir scheißegal. Ich nenne das jetzt so. Die Keule der Feuchtigkeit. Yeah. Guck dir das mal an, was hier an Platz entsteht. Kann ich erstmal alles hier schön in die Ecke stapeln. So. Das hilft doch schon. Das bringt doch schon mal was. Das macht frei. Denn jeder weiß, Tränke machen frei. Das habe ich gesagt. Doch. Doch, doch. Ich glaube so einen Scheiß. Darf ich. Offiziell nicht. Insgesamt doch. Warum? Ich kann es einfach. Macht es Sinn? Nö. Aber es soll mich das schaden. So. Wir gehen natürlich nach Stärkeverteilung, ist klar. So, damit ist Esel schon mal quasi leergefegt. Das ist schon mal wichtig. So. Dieser Waffe ist nett, aber diese Waffe bringt mir leider nichts, ne?
Nein, 42 bringt mir also nichts. Ach, ja, kann er behalten. Das sind 42 Gesundheitspunkte, kriegt er extra. Was soll's. Nee. So, erstmal Bams. Na, das muss ja wieder stimmen. Na, die passenden Sachen hat er, ne? Ja. Mana-Punkte braucht er nicht. Nahkampffähigkeitspunkte ist eigentlich eher was für mich. Rüstung, Nahkampf. Ich kann ja mal ein bisschen Rüstung abgeben, oder? Dann kriege ich halt die Nahkampfdinger. So, er kriegt Mana. Hat er noch ein bisschen mehr Mana. Gesundheit, ja, passt schon. 12 Mana werden abgezogen, passt. Naturzauberfähigkeitspunkt ist ganz klar, das geht an ihn hier. Hat er dann noch einen mehr? Rüstung. Dann kann sie ja einen Rüstungspunkt kriegen, das ist auch gut. So. Erstmal passend verteilen, versteht sich, ne? Guck mal, Mana. Das braucht sie dann nicht. Gesundheit ist nicht. Kriegt er erstmal zugestapelt einfach nur. Dann kann ja später der Oppi noch ein paar einzelne Dinge abkriegen. Das passt schon. So. So, sie behält erstmal für den Zwerg. Na, ist klar. Er kriegt jetzt nochmal mehr Mana. Er kann den ganzen Scheiß ruhig mitnehmen. Das ist mir egal. Das Auge, ne? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wofür man das Auge braucht. Aber ich werde das Auge behalten, da es eventuell wichtig sein könnte. Ne? Man weiß ja nicht, ob man das Auge mal braucht. Na, diese hohen Stärkeangaben sind eindeutig was für mich. Das kann ich, glaube ich, an ihr weitergeben. Das müsste sie tragen können. Ja! Das kann sie sogar tragen. Das finde ich gut. So, noch mal ein paar Rüstungspunkte mehr. Das steht ihr sogar. Oder? Na gut, sie steht jetzt so blöd im anderen mit drin. Na, gucken wir das gleich mal, ob das Design nicht passt. Ich glaube, das steht. Ach, er kann die Megabögen noch nicht tragen. Schade. Sie auch noch nicht. Aber nein. So. Technisch erstmal gucken. Oh, er hat Stärke 13. Ist der nicht der Stärke 13? Nein. Dann braucht man Stärke 13 zu nehmen. Na gut. Ach, er kann auch schon die fette Rüstung tragen? Hat er denn? Ja, hat sogar. Cool. Cool, cool, cool. Boah, gönn ich ihn. Kann er die schon mal tragen. Ist gut. Sie kann dann schon mal die wiederum tragen. Noch ein paar mehr Rüstungspunkte. Ich bin der Meinung, Zwerg müsste auch locker in der Lage sein, die größere zu tragen. Also die hier. Wie gesagt, wird wieder für Zwerg aufbewahrt. Ne, weil Zwerg braucht ja schließlich auch nochmal was. Kriegt der Alte. Wenn er denn von seinem Dornröschen-Schlaf mal erlöst wird. Aber die zu dir auch noch bewahren, weil ich nicht. Ich weiß echt nicht, ob er zu Stärke 12. Ob er kurz davor war oder ob er das schon hat, weiß ich im Moment echt nicht. Weil dieser alte Sack leider so gut wie nichts drauf kriegt.